Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Am 26. Mai sind wir zum zweiten Mal in der Klasse 1 in einem Rallye-Obedience-Turnier beim PASV Burgdorf gestartet. Und ja, wir hatten bombastisches Wetter. Wir hatten fast 30 Grad. Und wie man an Fanny sieht, ist sie schon ziemlich am Hecheln, aber sie macht es echt super. Ich benutze auf Rallye-O-Turnieren immer Käse, weil das für Fanny ein absolutes Highlight-Leckerchen ist. Und egal wie viel Ablenkung da ist, wie viele Menschen dort stehen, ich bekomme sie eigentlich immer recht gut damit. Wie man hier auch schön sieht, ich mache gerade in der Vorbereitung mit Leine noch was. Hier ist Fanny bereits abgeleint und wir gehen Richtung Parcours. Hier sieht man rechts einmal die Richterin und ihren Helfer. Und Fanny springt echt super rum. Ich warte jetzt auf das Okay. Versuche nochmal zwischendurch schon mal einen Steh, um sie ein bisschen aufmerksam zu machen. Da sieht man, dass sie sehr aufgeregt ist, dadurch, dass ich aber auch noch Käse in der Hand habe. Jetzt bekomme ich gerade das Okay, nehme mir nochmal ein paar letzte Käsebrocken in die Hand. Ich habe jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, sie aufmerksam zu machen. Mache nochmal ein paar kurze Übungen. Ich habe übrigens auch einen Ball hinten in der Rückentasche quasi und jetzt geht es auch schon über die Startlinie durch. Zur ersten Übung. Das Platz mache ich immer noch mit der Hand runter. Das klappt ganz gut, weil ich immer Angst habe, dass sie mir sonst ein bisschen schief kommt. Das Steh hat sie jetzt auch gerade fast übersehen, aber das war alles noch in der Norm. Und hier zögert sie gerade. Hier müsste sie sich eigentlich hinsetzen. Ich warte noch ein bisschen, was mir natürlich ein paar Punkte Abzug bringt, da das sehr zögerlich ist. Das zweite Sitz klappt ganz gut. Beim Platz gehe ich sicherheitshalber wieder runter. So, und dann geht es aus dem Platz gleich weiter in die nächste Übung. Das ist wieder ein rechts. Und hier kommen wir in den Slalom, unser erster Slalom mit Ablenkung. Fanny sieht die Ablenkung eigentlich gar nicht, aber sie ist sehr aufgeregt. Deswegen springt sie so ein bisschen umher. Aber alles im Allen macht sie das ganz gut, auch für das Wetter. So, anhalten Platz. Sie muss sich gleich hinlegen. Das macht sie auch sehr schön. Also Platz klappt mittlerweile immer besser. Und unsere Paradedisziplin ist natürlich das Vorsitz. Also das macht sie echt super. Ein Schritt rückwärts, zwei Schritte rückwärts, drei Schritte rückwärts. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht über seine eigenen Füße fällt. Und auch im Parcours belohne ich Fanny immer mit Käse. Ich habe mir jetzt angewöhnt, größere Stücke Käse zu nehmen, damit mir nichts runterfällt. Und Fanny auch weiß, dass es wirklich nur ein Stück gibt. Hier haben wir eine 270 Rechtsdrehung und eine MPÜ, das heißt einmal rum und dann wieder in den Winkeln. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist immer sehr schwer, das aus dem Gedächtnis zu sagen. Und hier müsste sie sich auch eigentlich wieder hinsetzen. Sie zögert aber wieder ein bisschen. Auch dort bekomme ich ein paar Punkte Abzug, aber sie setzt sich dann doch noch von alleine hin. Steh klappt auch wunderbar, also zwischendrin immer besser das Steh und ja, auch das Doppelkehrt und die MPÜ mit der 360-Grad-Drehung klappt wunderbar. Genau, hier kommen wir wieder ins Vorsitz und einen seitlichen Schritt. Das ist das erste Mal, dass wir den Schritt seitlich gemacht haben. Dafür klappt es ganz gut. Sie müsste eigentlich noch ein bisschen gerader sitzen. Letztendlich haben wir den Parcours mit 96 von 100 Punkten bestanden und haben den dritten Platz erreicht.